Kalabrien ist eine herrliche Region, in der sich Festland und Meer zu einer einzigartigen malerischen Landschaft vereinen. Alle Völker und Kulturen des Mittelmeerraums sind hier vorbeigekommen, haben sich künstlerisch und architektonisch, kunsthandwerklich und musikalisch verewigt und zum architektonischen und kulinarischen Vermächtnis beigetragen. Und hier in der Region Kalabrien ist das Consortio Corgetur ansässig. Zu den Mitgliedern gehören Hotels, Geschäfte und Fremdenverkehrsdienstleister, um den Besuchern die für einen angenehmen Aufenthalt erforderliche Unterstützung zu bieten. Durch die Verbundenheit des Consortium mit der Gegend können sie selbst verborgene Winkel und Ecken erkunden und die Unverfälschtheit Kalabriens kennenlernen. Corgetur ist ein Bezugspunkt für nationale und internationale Branchenfachleute, um die touristische Nutzung zu verbessern und mit lokalen Behörden und Einrichtungen konstruktiv an der Entwicklung des Fremdenverkehrs zu arbeiten. Costa degli Dei, Küste der Götter, oder Costa Bella, schöne Küste, so wurde dieser Küstenstreifen Kalabriens in der Provinz Vibo Valentia auf der Seite zum Tyrrhenischen Meer hin genannt. Ein wunderschönes Stück Küste, das um das sogenannte Corno di Calabria, Kalabriens Horn, entlang führt und für seine vielen aufeinanderfolgenden Buchten, für die Landzungen, die weißen Strände und das kristallklare Meer berühmt ist. Die Badeorte der Costa degli Dei sind Pizzo Calabro, Briatico, Zambrone, Pargelia, Tropea, Capo Vaticano und Nicotera. Besonders attraktive Orte sind Tropea und Capo Vaticano. Von hier sieht man die gesamte tyrrhenische Küste Kalabriens. Tropea steht nicht nur für bezaubernde Strände, atemberaubendes Panorama, kristallklares Meer. Tropea ist auch ein romantischer Ort mit einer lebendigen Altstadt, mit Restaurants und Läden des lokalen Handwerks sowie kleinen geschichtsträchtigen Gässchen. Tropea ist mehr als nur ein Badeort. Man muss es kennenlernen, man muss seine Traditionen leben und man muss es in sein Herz schließen. Eintauchen in die Mentalität der Menschen und in die Kultur Kalabriens, die viel älter ist als allgemein bekannt. Capo Vaticano ist ein weitläufiger Badeort, gehört zur Gemeinde Ricardi und bietet zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten. Das gleichnamige Kap erreicht eine Höhe von 124 Metern und besteht aus einem besonderen, weiß-grauen Granitstein, der weltweit aufgrund seiner geologischen Beschaffenheit erforscht wird. Wegen seiner zauberhaften Strände und dem kristallklaren Meer mit seiner reichen Unterwasserwelt ist Capo Vaticano unter italienischen Tauchern und Touristen sowie Tauchern und Urlaubsgästen aus dem Ausland ein sehr beliebter Ort. Kalabrien blickt auf mehr als 1000 Jahre önogastronomische und kulinarische Kultur zurück, die durch zahlreiche Völker beeinflusst und bereichert wurde.
Capo Vaticano Riccardi heißt direkter Kontakt zu einer unberührten Natur an der Küste eines türkisblauen, kristallklaren Meeres. Entlang dieser Küste wechseln sich steil abfallende Felsriffe, Grotten und einsame und unberührte Strände mit einer stets lebendigen und üppigen Natur, bezaubernden Landschaften und hauptsächlich der Sonne, die den Anbauten den intensiven Geschmack und seinen Menschen die herzliche Lebensfreude verleiht, ab. Außerdem bietet der Hafen von Tropea täglich Überfahrten auf die Äolischen Inseln und nach Taormina an. Diese und zahlreiche weitere landschaftliche, historische und kulturelle Attraktionen erwarten Sie in unserem fantastischen Land. Das Konsortium Cogetur erwartet Sie für eine Entdeckung dieser herrlichen Region der tausend Gesichter.